der BND. Ja, aber wenn wir es zusammenfassen, unsere Unterwürfigkeit gegenüber den USA kennt wirklich gar keine Schamgrenzen mehr. Neuerdings, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, neuerdings liegen ja auch noch wasserdichte Beweise vor, dass die USA ihren Drohnenkrieg, also gezielte Tötungen, bei denen auch Zivilisten und Kinder sterben, über den deutschen Stützpunkt Ramstein führen. Beweise. Und unsere Regierung tut nichts. Ich begrüße jetzt Klaus von Wagner, unseren Heute-Show-Experten für hündische Ergebenheit und devotes Bücken. Klaus, erstens, ganz wichtig, warum lassen wir uns das alles gefallen? Und zweitens, warum haben Sie so furchtbare Klamotten an? Um Ihnen das Prinzip zu erklären, das ist nämlich wie bei McDonald's. Selbst wenn Sie eine Filiale in Wuppertal haben, die Rezepte kommen natürlich aus den USA. Da können Sie auch nicht einfach hergehen und sagen, hey, ich mache jetzt die Apfeltasche mit Birnen. Oder, also nicht den McChicken ohne Pferdefleisch. Wir sind eine Filiale der USA. Na klar, alleine können wir doch nicht mal mehr ein Gewehr bauen, das gerade ausschießt. Wir können froh sein, dass die Amis uns wenigstens noch für diese Bütteldienste einsetzen. Am Drive-In-Schalter. So, die USA hätten gerne einen McRib. Alle Daten der europäischen Rüstungsindustrie. 5 Drohnen auf Pakistan und ein 6er Chicken McNuggets. Welche Soße? Barbecue? Bäh. Ist ja ihr Chicken McNuggets. Unser BND liefert der NSA sogar Mobilfunkdaten von Terrorverdächtigen. Wenn denen dann eine Drohne auf den Kopf fällt, das ist doch nicht unser Problem. Ich sag mal, Welke, dass Ihre Hose so spannt, ist ja auch nicht die Schuld von McDonald's. Ehrlich gesagt. Schlechtes Beispiel. Ja. So ist das eben, wenn man für ein Franchise-Unternehmen arbeitet. Wir werden von unseren Chefs in den USA behandelt wie die letzten Vollidioten. Aber wir sind trotzdem stolzer Teil des Teams. 2013 besuchte eine BND-Delegation den US-Geheimdienst NSA. Die NSA stellte zufrieden fest, der BND ist begierig darauf, seine Fähigkeiten zu präsentieren und strebt eine Ausdehnung der Zusammenarbeit an. Tja, das können Sie jetzt in jedem Biologiebuch nachlesen. Der Deutsche gilt jetzt offiziell als Weichtier. Ja. Gezielte Tötung von deutschem Boden aus, das ist doch, ich bin kein Anwalt, aber das ist doch Beihilfe zum Mord. Wie redet man sich da denn raus als deutsche Regierung? Ja, wie? Ganz einfach. Hier, der Seibert letzte Woche. Die US-Regierung hat der Bundesregierung noch einmal versichert, dass von amerikanischen Stützpunkten in Deutschland aus Einsätze bewaffneter, ferngesteuerter Luftfahrzeuge weder geflogen noch befehligt werden. Das war ja nicht die Frage. Also die Drohnen werden aus Nevada gesteuert und da auch befehligt. Aber ohne Ramstein können diese Drohnen nicht gesteuert werden. Ich habe Ihnen das dazu gesagt, was ich dazu sagen kann. Ein McFlurry und außerdem eine Drohne auf den frechen Reporter in Reihe 3. Dankeschön. Also kann man nicht wirklich als Deutscher jetzt mal seinen Rest Rückgrat zusammenfegen? Zu den Amis hingehen und sagen, was da in Ramstein passiert, Leute, das finden wir so nicht okay. Einem Amerikaner zu sagen, er soll mit Drohnen aufhören, da kann ich auch einem Pitbull sagen, er darf nicht mehr auf den Kinderspielplatz. Okay, klar könnte man die kritisieren, aber unsere Bundesregierung hat sich nun mal für einen anderen Weg entschieden. Den durch den Dickdarm. Der Spiegel hat jetzt interne Regierungsdokumente zum Drohnenskandal veröffentlicht, in denen es heißt, Zitat, Bundeskanzleramt und Verteidigungsministerium plädieren hingegen dafür, Druck aus Parlament und Öffentlichkeit auszusitzen. Und wenn die was können, dann ja wohl aussitzen. Alles nur noch deprimierend. Ach, Quatsch, Welke, wir sind Teil des Teams. Hier, das neue Wappen vom BND wurde gerade geändert. Gucken Sie mal, wie schön der amerikanische und der deutsche Adler jetzt zusammenarbeiten. USA! 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 Ein McFlurry und außerdem eine Drohne auf den frechen Reporter in Reihe 3. Dankeschön. Also, kann man nicht wirklich als Deutscher jetzt mal seinen Rest Rückgrat zusammenfegen? Zu den Amis hingehen und sagen, was da in Ramstein passiert, Leute, das finden wir so nicht okay. Einem Amerikaner zu sagen, er soll mit Drohnen aufhören, da kann ich auch einem Pitbull sagen, er darf nicht mehr auf den Kinderspielplatz. Okay, klar könnte man die kritisieren, aber unsere Bundesregierung hat sich nun mal für einen anderen Weg entschieden. Den durch den Dickdarm. Der Spiegel hat jetzt interne Regierungsdokumente zum Drohnenskandal veröffentlicht, in denen es heißt, Zitat, kommen natürlich aus den USA. Da können Sie auch nicht einfach hergehen und sagen, hey, ich mache jetzt die Apfeltasche mit Birnen. Oder, also nicht den McChicken ohne Pferdefleisch.
Wir sind eine Filiale der USA. Na klar, alleine können wir doch nicht mal mehr ein Gewehr bauen, das gerade ausschießt. Wir können froh sein, dass die Amis uns wenigstens noch für diese Bütteldienste einsetzen. Am Drive-In-Schalter. So, die USA hätten gerne einen McRib. Alle Daten der europäischen Rüstungsindustrie. 5 Drohnen auf Pakistan und ein 6er Chicken McNuggets. Welche Soße? Barbecue? Blah. Ist ja ihr Chicken McNuggets. Unser BND liefert. Können Sie jetzt in jedem Biologiebuch nachlesen. Der Deutsche gilt jetzt offiziell als Weichtier. Ja. Gezielte Tötung von deutschem Boden aus. Das ist doch, ich bin kein Anwalt, aber das ist doch Beihilfe zum Mord. Wie redet man sich da denn raus als deutsche Regierung? Ja, wie? Ganz einfach. Hier, der Seibert letzte Woche. Die US-Regierung hat der Bundesregierung noch einmal versichert, dass von amerikanischen Stützpunkten in Deutschland aus Einsätze bewaffneter, ferngesteuerter Luftfahrzeuge weder geflogen noch befehligt werden. Das war ja nicht die Frage. Also die Drohnen werden aus Nevada gesteuert und da auch befehligt. Aber ohne Rammstein können diese Drohnen nicht gesteuert werden. Ich habe Ihnen das dazu gesagt, was ich dazu sagen kann. Der BND, ja, aber wenn wir es zusammenfassen, unsere Unterwürfigkeit gegenüber den USA kennt wirklich gar keine Schamgrenzen mehr. Neuerdings, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, neuerdings liegen ja auch noch wasserdichte Beweise vor, dass die USA ihren Drohnenkrieg, also gezielte Tötungen, bei denen auch Zivilisten und Kinder sterben, über den deutschen Stützpunkt Rammstein führen. Beweise. Und unsere Regierung tut nichts. Ich begrüße jetzt Klaus von Wagner, unseren Heute-Show-Experten für hündische Ergebenheit und devotes Bücken. Klaus, erstens, ganz wichtig, warum lassen wir uns das alles gefallen? Und zweitens, warum haben Sie so furchtbare Klamotten an? Um Ihnen das Prinzip zu erklären, das ist nämlich wie bei McDonald's. Selbst wenn Sie eine Filiale in Wuppertal haben, die Rezepte der NSA sogar Mobilfunkdaten von Terrorverdächtigen. Wenn denen dann eine Drohne auf den Kopf fällt, das ist doch nicht unser Problem. Ich sag mal, Welke, dass Ihre Hose so spannt, ist ja auch nicht die Schuld von McDonald's. Ehrlich gesagt. Schlechtes Beispiel. Ja. So ist das eben, wenn man für ein Franchise-Unternehmen arbeitet. Wir werden von unseren Chefs in den USA behandelt wie die letzten Vollidioten. Aber wir sind trotzdem stolzer Teil des Teams. 2013 besuchte eine BND-Delegation den US-Geheimdienst NSA. Die NSA stellte zufrieden fest, der BND ist begierig darauf, seine Fähigkeiten zu präsentieren und strebt eine Ausdehnung der Zusammenarbeit an. Tja, das